Prüfungen sind trotz umfangreicher Vorbereitung häufig mit Stress unterschiedlichster Ausprägung bis hin zur Angststörung verbunden. Menschen, die unter Prüfungsangst leiden, fühlen sich in bestimmten Leistungssituationen wie abgeschnitten von ihren Erfahrungen, ihrem Wissen und ihren Fähigkeiten. Carsten Noack, Reisebegleiter für Heldinnen und Helden. Als Therapeut helfe ich Menschen mit Ängsten und Angststörungen. Klienten mit Prüfungsangst berichten mir immer wieder, dass sie sich in bestimmten Leistungssituationen von ihren eigenen Erfahrungen, Kenntnissen und Fähigkeiten wie abgeschnitten fühlen. Und das kann einschneidende Folgen haben. Prüfungsangst. Prüfungsangst tritt oft nicht erst unmittelbar vor oder während der Prüfung auf, sondern belastet viele Betroffene schon lange Zeit vorher. Häufig beeinträchtigt Prüfungsangst den Schlaf, bei einigen schlägt sie auch auf den Magen. Viele berichten von unangenehmen körperlichen Symptomen. Und das schränkt nicht nur die Lebensqualität ein, sondern erschwert auch die Vorbereitung. Bei Angst überfluten Adrenalin und Cortisol das System. Herzschlag und Atmung geraten ebenso aus dem Gleichgewicht wie viele andere Fähigkeiten und Ressourcen aus dem Blickfeld. Auch das Gedächtnis funktioniert unter solchen Umständen nicht besonders gut. In der Prüfung oder Situationen, die als Prüfung empfunden werden, lenken destruktive innere Zwiegespräche ebenso ab wie Unruhe und zittrige, schweißnasse Hände. Der Zugriff auf vorhandenes Wissen und Können ist dann nicht mehr möglich. Keine guten Voraussetzungen für Prüfungssituationen. Ursachen von Prüfungsangst. Prüfungsangst ist erlernt und hängt meist mit Erfahrungen in der Kindheit und Jugend zusammen. Sie gilt dann als krankhaft, wenn sie zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Betroffenen führt, Probleme im sozialen Umfeld auslöst und insbesondere bei Kindern eine normale Persönlichkeitsentwicklung verhindert. Lösungswege. Die meisten Klienten, die mit dem Thema Prüfungsangst in die Therapie kommen, wünschen sich in Prüfungssituationen entspannter zu sein. Der Wunsch nach Entspannung ist nachvollziehbar. Als Zustand ist Entspannung längst nicht die erste Wahl, wenn es darum geht, konzentriert zu arbeiten und auf Ressourcen zuzugreifen. Es gibt deutlich hilfreichere Zustände in Prüfungssituationen. Entspannung allein würde bei den meisten Menschen nicht ausreichen, um in der Prüfungssituation die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Ein hilfreicher mentaler Zustand ist mit einem leichten Zugang zum eigenen Wissen, zu Kenntnissen und Fähigkeiten sowie mit einer guten Portion Zuversicht verbunden. Also, wie wäre es mit Selbstvertrauen, Souveränität, Kreativität und zumindest etwas Spaß? Hilfe bei Prüfungsangst. Um Prüfungsängste und stressbedingte Blockaden aufzulösen, bietet sich die Hypnotherapie an. Einschränkende Konditionierung können durch Hypnotherapie und Trance in neue, förderliche Denkmuster umgewandelt werden. So lernen Sie, wie Sie in Prüfungen konditionierte Zustände aktivieren, die eine positive Wirkung haben. Je mehr krampfhafte Kontrolle aufgegeben wird, desto mehr innere Sicherheit wird erlebt. Und ja, das ist mit bewusstem Willen nur bedingt möglich. Viel zu stark und viel zu präsent ist das Kopfkino. Der Teufelskreis aus Erwartungsangst, Katastrophengedanken und körperlichen Angstsymptomen kann mit entsprechender psychotherapeutischer Unterstützung durchbrochen werden. Insbesondere tiefe Trance wirkt sich positiv auf die Selbstorganisationsfähigkeiten von Körper und Geist aus. Patienten berichten, dass sie sich anschließend insgesamt aufgeräumter und wohler fühlen.
Sie bereiten sich durch effektive Lernstrategien und konstruktive Fokussierung optimal vor und gehen souveränen Prüfungssituationen. Die analytische Hypnotherapie ermöglicht es, den Ursachen auf den Grund zu gehen, unverarbeitete und verdrängte Gefühle und Konflikte zu bearbeiten. Es geht darum, Zusammenhänge zu verstehen, Begleitsymptome einzuordnen, kritische Situationen und Einflussfaktoren zu erkennen und systematisch vorzugehen und positive Veränderungen zu fördern. Je nach Situation geht es aber mehr oder weniger um analytische Aufdeckung. Im Fokus steht die Lösung. In Trance lassen sich einschränkende Konditionierungen leichter auflösen, neue, förderliche Wahrnehmungs-, Denk- und Verhaltensmuster entwickeln. Der mentale Zustand ist wesentlich dafür, wie wir Menschen mit Herausforderungen umgehen. Deshalb gilt es, dementsprechend Aufmerksamkeit zu widmen. Gerade tiefe Trance wirkt sich positiv auf die Selbstorganisationsfähigkeiten von Körper und Geist aus. Patienten berichten, dass sie sich insgesamt aufgeräumter, wohler und sicherer fühlen. Carsten Noack, gehen wir den Weg ein Stück gemeinsam, passen wir auf uns und jene auf, die uns am Herzen liegen.